Hallo, willkommen zurück zu Spyro 2 Riptos Rage. Und ja, ich habe mir mal ein Video angesehen zum Kampf von Gulp und Galb von whatever, wie man den aussprechen will, aber ja, Galb ist schon richtig. Da ich ja eh weiß, wie das funktioniert und da ich ja auch bis zum Ende gekommen bin und so weiter und so fort, denke ich mir, ist das schon ganz in Ordnung, das mal zu machen, weil ich gerne wissen möchte, was das mit diesen einem Lebenspunkt am Ende auf sich hat, wenn dann keine Eier kommen. Ja, und das war ein fucking Bug. Das ist ein Bug, dass keine Eier kommen, denn in den ganzen Kampfvideos, perfekt gemacht, ohne einmal getroffen zu werden oder was auch immer, kommen am Ende beim letzten Lebenspunkt immer noch Eier von oben runtergefallen. Bei denen, die das Video gemacht haben. Bei mir war das ja aber nicht so. Das war ein fucking Bug. Das ist ja super, dass ich wegen so einem fucking Bug am Ende den nicht töten konnte, obwohl ich so weit war, das zu schaffen. Dankeschön, Spiel. Ach, das ist doch echt frustrierend, ne? Ich habe noch 4 Leben. Und ich hatte mal 13 oder noch mehr. Das ist doch, ach, das ist doch echt nicht schön. Und ich dachte, ich krieg das Ding jetzt einfach durch so. Ja, mach das jetzt einfach mal, ne? Easy. Ja, eben nicht. Und wenn am Ende noch bei einem Lebenspunkt ein Bug auftritt, dann kann ich nicht mal was dafür für diesen Kack. Ist dieser Bosskampf einfach nur... Oh, da hat es einfach aufgefressen. Oder? Ah, Mann, okay. Egal. Das machen wir jetzt. Wir werden wieder so weit... Das auch? Och man, am liebsten hätte ich irgendwie so einen Level Neustart-Button oder so. Weißt du, das war doch wieder so. Das war wie so ein Kamerawichsel. Das ist doch. Weil wieder die Kamera so meint, so, ah nö, ich dreh mich nicht mit. Challenge accepted hier, so müssen sie es schwerer machen. Bei den 2 kann man ja noch so durchaus das machen, was ich eben gerade gemacht habe. Fuck! Das meine ich halt mit diesen, hey, die Bälle treffen auf dem Boden auf und dann kannst du trotzdem immer noch Schaden von denen nehmen. Das ist halt gemein. Komm mal her. Okay. Oh, ich nehme die Rakete. Die Rakete finde ich gut. Ne, Rakete hat nicht gezählt. So. Aber das war aber nochmal knapp. Der hätte dann fast wieder seinen komischen Rübser-Furz da gemacht. Was Spyro nimmt halt auch nur die Rakete auf, wenn er halt nicht rennt, ne? Sonst rennt er halt gegen die Rakete gehen. Das ist auch so ein bisschen blöd, aber gut. Hi. Ja. Finde ja. Die Raketen sollen halt nur droppen. Nur Raketen. Hat er gerade ein Hühnchen gesehen? Nee. Okay, das. Wow, das habe ich jetzt gerade nicht erwartet. Oh, das ist glaube ich hier. Da, das ist so gemein, dass er das macht, ne? Denkst du dir so, ja geil, jetzt kann ich ihm nochmal schön so ein fucking Fass reinhämmern. Aber nein! Der rammt jetzt einfach weg. Ja, komm, das. Weggeschmissen. Diese Randomness einfach so unfair ist. Und wenn ich das wirklich noch in dieser Folge schaffen sollte, wieder zu einem Lebenspunkt zu kommen und wieder diese Kacke mit diesem, jetzt kommt kein Ei, dann wieder auftritt, dann weiß ich auch nicht, dann muss ich mal gucken, dann muss ich
muss ich das nochmal offscreen analysieren. Und wenn das wirklich nicht klappt, dann muss ich den Boss echt wegcheaten. Das geht ja sonst nicht anders. Aber das ist wirklich die letzte Lösung. Ich habe ja eigentlich, ich meine, Spyro funktioniert ja eigentlich ganz gut, sage ich mal. Also bugfrei und so weiter und so fort. Aber dass jetzt auf einmal plötzlich so eine Scheiße hier die ganze Zeit auftritt, das ist echt nicht schön. Also. Nee. So, müssen jetzt nicht eigentlich die Dinger kommen hier, die wir. Ja, genau, das ist doch. Jetzt besser. Whee! Also ich habe es ja zumindest schon mal ganz gut raus, dass ich das behindere, dass der sich irgendwie heilt oder zumindest teilweise heilt. Das muss man ja schon mal sagen. So. Oh, da habe ich aber überlegt, man nehme ich lieber die Bombe oder nehme ich lieber das Fass? So gut, das Fass hat mich zum Glück nicht damaged, weil das Fass macht das ja mal gerne, wenn man da in der Nähe steht. Zum Glück habe ich das hinbekommen. Wow. Also das auszuweichen ist. Es ist halt nicht. Das macht man halt nicht einfach mal so, ne? Das ist schon echt heftig. So. Jetzt schießt er wieder von Weitem. Bombe? Ja, perfekt. Okay. Und jetzt geht's los. Jetzt werde ich hier getroffen, hier andauernd. Wo es nicht Not tut. Dieser Treffer eben gerade, da war ich nicht notwendig. Ja, komm. Gut. Zu mir? Ja. Na, die frisst dann, glaube ich, die Bombe. LOL! Was sollte das denn jetzt? Der hing an der Bombe fest. Ah, das ist doch scheiße. Was soll denn das? So eine Kacke hasse ich doch. Also wenn er sowas, so ein Scheiß macht, so er hängt an der Bombe fest und dann kannst du nichts machen. Das ist echt unfair. Sowas geht nicht, finde ich. Das macht so einen schweren Kampf echt nicht spaßig. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Wieso wurde ich getroffen? Hä? Das macht keinen Sinn! Spiel! Mach doch nicht irgendwie so einen random Kack bei mir jetzt! Also der Bug übrigens hat man ja gesehen, der hat nur noch einen Lebenspunkt gehabt, ne? Also der ist jetzt nicht da mehr. Also das hat irgendwie, fand ich, die eine Runde war komplett in Arsch gewesen. Das hat jetzt aber funktioniert, also das ist jetzt alles wieder richtig. Ich würde so gerne dieses Level neu starten, aber ich habe keinen Bock auf diesen Ladescreen, ne? Der Hack einfach nur.
Mal kurz an der Nase hier kratzen. Juckt ein wenig. 10 Minuten, okay, habe ich gerade erst erreicht. 10 Minuten Marke. Deine Mutter ist so hässlich, das. Warum kann er sich. Das finde ich auch total doof. Warum kann ich mich mit den Fässern und mit den ganzen anderen Dingern selber treffen, aber er kann sich mit seinen Sachen nicht selber treffen? Warum? Das gibt doch keinen Sinn. Das ist schwachsinnig. Jetzt bräuchte ich mal wirklich ein Leben oder so. Ah, okay. Hat sich erledigt. Ah, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich hätte gerne. Dann machen wir das so. Komm schon! Ah, fuck, die ist wieder angezündet worden, aber ist wieder nicht kilometerweit geflogen. Ja. Okay, er glaube ich, er hat es gefressen. Hier noch irgendwas? Ne. Okay, wieder den. Hier Fokus. Dieses Ei gerade vor mir runtergefallen. Das ist auch nicht gerade sehr hilfreich. Oh, da ist aber was zu essen drin. Da war ich aber schneller, du Wichser. Und dann immer noch so, man muss eigentlich immer, wenn diese Bubble schießt, muss man eigentlich immer noch so ein bisschen kurz stehen bleiben, damit diese Wellen auf dem Boden halt einfach weg sind. Ja, oder man lässt sich einfach treffen. Das geht natürlich auch. The heck? Als ob die irgendwie. Kein Leben mehr, ne? Ne, Sparks ist weg. Also. Das ist natürlich jetzt in der Situation richtig kacke. Weil jetzt hier. Ups. Hui. Natürlich ist die Randomness jetzt so eingestellt, dass. Kein Tier kommt, was ich fressen kann, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Aus. Hey, das Level wird bestimmt. Also der Kampf wird bestimmt gut. Ist Frust geworden und jetzt einfach nur noch Unverständnis. Ich kann mich auch gar nicht mehr wirklich richtig aufregen. Einfach nur, weil es einfach dumm ist. Weil die ganze Randomness einfach immer gegen mich arbeitet. Daraus hätte man doch ruhig auch ein Double-Hit machen können, aber nein, das wäre ja viel zu einfach. So, jetzt kommen diese verkackten Bomben, ich hasse sie so sehr, dass ich einfach nicht... Na, komm schon, was soll das denn jetzt hier? Keine Flüchtigkeitsfehler machen. Wenn er dauerhaft nur zwei Bubbles immer schießen würde, dann wäre das ja eigentlich kein Problem. Ja gut, das wäre aber vielleicht ein bisschen echt zu. Das wäre zu einfach, würde ich sagen. Zwei Bubbles, wenn er die only schießt, dann wäre es zu einfach. Aber öfter mal so Raketen droppen. Das wäre mal ganz gut. Oder mal mehr Eier runterfallen lassen, wo auch mal ein bisschen was mit Leben drin ist.
Da rennt der immer noch mit zu. Puff. Schießt immer nur noch zwei, aber er sollte das langsam mal. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Sollte mal langsam mal anfangen, hier ein bisschen mehr zu schießen. Nicht, dass ich das gut finden würde. Jetzt rennt er natürlich genau weg. Aber dieses Gefresse ist natürlich auch nicht so ganz. Ja, genau! Als ob das gerade passiert ist. Seine hässliche Mutter stinkt nach Scheiße. Ich mein Galt, ne? Also nicht, dass ihr da euch angesprochen fühlt. Natürlich. Oh nein, das Video ist nicht mal monetarisierbar. Ja, richtig, aber ich kann auch gar nicht monetarisieren. Also ist mir doch eh scheißegal. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja, aber Galt bekommt Essen. Blödes. Okay. Okay, das hat mich jetzt gerade sowas von krass verwirrt. Wie kann es sein, dass ich einmal was esse und ich habe einfach volles Leben? Das muss ich ausnutzen. Das muss ich jetzt aber wirklich ausnutzen. Okay, nochmal hier. So. Und hier. Okay, jetzt gehen wir mal hier zu den Bomben. Das trifft natürlich nicht, weil er dann genau gegen mich rennt. Das ist doch unfair. Schon. Ja. Ah, gut ausgewichen. Okay. Na, was machst du jetzt? Jetzt machst du wieder hier dann Scheiße. Ja, fuck, ey, das ist so dumm. Alles wieder weggeworfen. Warum? Rennt man dann mal gegen und dann weiß ich auch nicht. Ja, da war ich schneller, ne? Hä, wieso hat er immer noch drei Leben? Dann müsste er nicht irgendwie. Oder wenn er Fässer frisst. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wenn er Fresser frisst, ne? Dann kommt auch Leben dazu oder so. Fuck you. Komm, ganz ehrlich, jetzt werfe ich das wirklich hier weg. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Okay. Dieses Heilen, ne? Das ist auch so. Ja, genau. Warum? Mann. Das ist doch echt nicht mehr. Das ist doch echt nicht mehr fair. Wieso habe ich jetzt immer noch ein Leben? Hä? Habe ich die Bombe mal ausgenutzt, die nicht kaputt gegangen ist aus irgendeinem Grund.
Hier kommen jetzt immer noch Bomben. Irgendwie habe ich... Was habe ich jetzt hier gerade? Bei einer Randomness habe ich irgendwas komisch geändert gerade. Soll nicht eigentlich jetzt schon die Raketen kommen? Sehr komisch. Jetzt kommen sie. Kann ich jetzt auch Double-Raketen oder so? Also so zwei Runden hintereinander? Wäre ja mal ganz geil. Das ist halt doof, ne? Wenn er so muss ich jetzt hier erstmal... Bleib da stehen! Du kleines Wichsvieh! Mann! Keine Geduld, ne? Kamera! Hallo! Wäre das, bist du mal... Es kann doch nicht sein, dass die Kamera hier nicht... Dass ich einfach alles wegwerfe. Okay, der hat wirklich Invincible Frame. Das habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. Und dass ich einfach alles dann weg... The heck? Einfach alles wegwerfe. Nur weil die Kamera halt einfach nicht mitmacht. Da war gerade Softlock. Ist der gerade Softlock? Nee, er frisst. Okay, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Na schade, ich dachte, der wäre... Nein, hab ich nicht aufgepasst, ey. Ganz ehrlich, Leute, das könnte knicken. Der wird offscreen gemacht. Es ist so schade. Echt so schade. Aber gleichzeitig ist dieser Kampf so unfair. Und weil einfach diese Randomness einfach so total... Ich meine, ich habe es jetzt wie viele Folgen? 3 Folgen lang versucht, ne? Und immer wieder entweder die Kamera oder am Ende ein Bug oder... Die Randomness will einfach nicht, dass ich gewinne. Aber nicht einmal irgendwie ein fairer Kampf oder so. Nee, das wird offscreen gemacht und dann werdet ihr mich wiedersehen, wenn ich dann soweit bin und dann den letzten... Oder halt knapp am Ende bin oder so, wo ich dann sehe, okay, es könnte was werden, aber... Nee, ganz ehrlich. Nee. Das ist doch Kacke. Was für ein Kampf. Okay, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.